Jetzt für die Tonqualität. Unser Mikrofon ist leider kaputt gegangen und wir müssen uns jetzt erstmal Neues besorgen. Trotzdem für euch der neue Spot hier richtig nice, richtig, richtig schön. Allerdings haben wir mega schlecht geschlafen. Es war super windig, es ist immer noch super windig und ja, der LT hat die ganze Zeit gewankt und so. Das war aber nicht das Schlimmste. Die Windgeräusche waren so schlimm, dass wir irgendwann vom Alkoven nach unten in die Ecke gegangen sind und das Bett nochmal unten gebaut haben und da gepennt haben. Aber ansonsten, mega geiler Spot hier. Hier sind so Salzbecken, die von oben ganz gigantisch aussehen sollen. Und da fahren wir nämlich heute hin und machen ein paar schöne Aufnahmen. Und dabei wünsche ich euch einfach viel Spaß. Wir fahren das erste Mal gerade mit einer Fähre, also das ist quasi nur eine Autofähre über den Fluss, da sparen wir uns bestimmt über eine Stunde Fahrt. Das fühlt sich ja ganz weird an auf jeden Fall. Und übrigens zu dem Spot eben gerade, das waren halt eben so Salzseen, hätten wir euch auch gerne von oben gezeigt, aber es ist so krass windig heute. Wir haben die Drohne gestartet und sie ist mir kurz ein bisschen abhanden gekommen und dann habe ich sie ganz schnell lieber wieder runtergeholt. Jetzt gerade in Marseille angekommen. Warum sind wir hier? Erstmal ist es eine riesengroße, schöne Stadt, wahrscheinlich von Frankreich. Es ist nur so, wir kommen mit Fridolin nicht dahin, wo wir hinwollen, weil da ist 3,20 Meter begrenzt. Laut Fahrzeugschein sind wir 3,10 Meter. Wir haben jetzt noch die Solarplatten oben drauf und so. Das wollte ich einfach nicht riskieren. Deswegen stehe ich jetzt hier, wo ich stehe. Julie ist jetzt losgefahren mit dem Fahrrad und zwar besucht die einen Freund oder einen ehemaligen Freund von ihrer Mutter hier in Marseille. Denn ihre Mutter hat hier längere Zeit in Frankreich gelebt früher und ja, bringt da so ein paar Kleinigkeiten vorbei, kleine Präsente. Ich bleibe einfach hier. Pass auch einfach auf, dass Fridolin hier stehen bleibt, wo er steht, denn wir stehen in so einer kleinen Seitenstraße. War alles nicht so ganz so toll hier zu fahren. Aber alles gar kein Problem.
weil ich bringe hier jetzt nebenbei einfach nochmal so ein paar neue Spots an. Was genau, warum genau, das zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar folgendes. Wir haben ja hier diese Dunstabzugshaube, die wir eigentlich kaum nutzen als echte Dunstabzugshaube. Es ist zwar schön, dass da die Gerüche und so nach außen gehen, aber wir haben hier eine ganz tolle Lampe, die eigentlich nicht so viel Licht bringt und vor allen Dingen nicht verteilt über den ganzen Küchenblock. Ich möchte einfach gerne ein richtig schönes Licht haben, was über den ganzen Küchenblock geht, damit wir auch vernünftig abspülen können. Zudem verbraucht die Birne wahrscheinlich so viel Strom wie 100 von diesen Spots, die ich jetzt verbaue. Übertrieben gesagt. Aber das wollen wir auf jeden Fall jetzt austauschen. Hier kommen jetzt neue Spots oben hin. Ich zeige euch die einfach mal. Ich habe euch jetzt doch nicht durch das ganze Gefiedel mitgenommen, weil ich finde immer, Elektroverdrahtung ist immer so eine Sache, kann man wenig zeigen. Aber das fertige Ergebnis kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Hier unten hängen jetzt zwei weitere Spots, die wirklich mega elegant sind. Also ich habe die nur durch Zufall gefunden und ich finde die mega gut, weil man die fast gar nicht sieht. Hier oben hinter unseren Boxen ist die Verdrahtung mit dem Modul, was ich für den Smart Home Geschichte benutze. Und ich habe jetzt mich dafür entschieden, dass ich quasi das alte Licht einfach so lasse, wie es ist. Und ich kann jetzt halt über mein Handy oder auch über die Steuerung über den Touch-Display kann ich eben die Spots anmachen und kann die auch dementsprechend dimmen. Ja, ich finde das mega cool. Das Licht reicht auch vollkommen aus. Viel, viel besser jetzt auch zum Abwaschen, gerade in der Region vom Waschbecken. Richtig, richtig cool, finde ich gut. Ich packe euch die mal unten in die Videobeschreibung. Die habe ich nämlich bei Amazon bestellt. Ja, sehr, sehr cool. Wir sind jetzt straight auf dem Weg nach Italien. Meine Eltern warten da quasi auf uns. Wir wollten aber, wie wir ja gestern erzählt haben, noch nach Marseille rein und auch noch die Salzbecken uns anschauen. Deshalb sind wir nicht zusammen mit meinen Eltern gefahren. Und jetzt haben wir hier so einen ganz einfachen Stellplatz wieder von Park for Night gesucht. Ist ein kostenloser Parkplatz quasi. Hat keiner gestört. Wir waren auch wieder ganz, ganz alleine. Und jetzt geht's heute Morgen einfach direkt weiter nach Italien. Jetzt schon einen Tag bzw. eine Übernachtung hier auf einem Wohnmobilstellplatz in Italien mit meinen Eltern, die stehen da drüben. Jetzt ist es aber so, dass ja das Mikrofon von dieser Kamera hier leider kaputt gegangen ist, also das externe Mikrofon. Wir benutzen immer ein Rode Videomic und das funktioniert leider nicht mehr. Aber ich finde den Ton wesentlich, wesentlich besser, deswegen versuchen wir jetzt einfach mal loszufahren, in einen Elektromarkt hier in der Nähe zu fahren und ein neues Mikrofon zu kriegen. Wird ein bisschen schwierig, weil ich habe schon natürlich Favoriten, die ich gerne haben möchte. Und ansonsten müsstet ihr noch ein bisschen mit der Tonqualität auskommen. Naja, mal sehen. Wir haben leider kein Mikrofon gefunden, aber wir werden weiterhin auf der Suche nach einem sein. Und jetzt werden wir gleich weiterfahren zu einem nächsten Stellplatz. Die letzten beiden Tage waren wir ja hier auf einem Campingplatz, Wohnmobilstellplatz, wie auch immer. Der hieß Camping Rosa, den verlinken wir euch auch gerne mal. War super nett hier und der Weg zum Strand war auch irgendwie 3 Minuten, also mega cool. Was haben wir heute vor? Wir fahren heute nach Genua, um ein neues Mikrofon zu kaufen. Also hoffentlich zu kaufen. Wir haben diese Nacht wieder auf einem Wohnmobilstellplatz gestanden. Allerdings in einem Ort, der uns nicht so gut gefallen hat, weil hier ist Ort an Ort
und alles so dicht an dicht und hier gibt es keine Plätze, wo man frei stehen kann. Allerdings stehen wir jetzt auch gerade häufiger auf verschiedenen Stellplätzen, weil wir ja im Moment mit Ninos Eltern reisen und die natürlich lieber auf Plätzen stehen, wo man auch stehen darf und wo man sich auspacken darf, was wir natürlich auch total verstehen können. Und für die Zeit, wo sie jetzt da sind, machen wir das dann mit und danach geht es für uns wie gewohnt weiter und wir stellen uns wieder irgendwo in die Natur. Die Tür klemmt jetzt auch. Ich gebrech ins Essen, ey. So, wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Waren heute wirklich den ganzen Tag unterwegs. Ich jammer oder nörgel echt sehr, sehr, sehr selten vor der Kamera. Aber heute muss es mal sein. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Haben versucht hier für die Sony Alpha 7 III ein externes Mikrofon zu finden, weil wir gedacht haben, unser externes Mikrofon ist kaputt. Allerdings ja, hat sich irgendwie überhaupt nichts ergeben. Also bei Media World gab es nichts, bei UniEuro gab es nichts. Dann hat Julie nochmal einen extra Photoshop rausgesucht. Da gab es externe Mikrofone, allerdings hat da auch keins funktioniert an dieser Kamera. Also könnte es sehr, sehr gut sein, dass halt der Klinkenstecker kaputt ist von der Kamera, was mich super, 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 super mega ärgern würde, weil, naja, wir haben die Kamera extra vorm Urlaub noch gekauft, leider wieder gebraucht gekauft. Allerdings, ja, kann man eben nichts machen. Es gibt noch eine Variante, und zwar gibt es ein externes Mikrofon für den Blitzschuh oben bei der Sony. Das ist ein bisschen teurer als so andere externe Mikrofone. Allerdings werden wir darauf wahrscheinlich zurückgreifen müssen, wenn wir jetzt keine andere Möglichkeit finden. Die Kameraexperten oder euch können mir gerne mal unten in die Videobeschreibung schreiben, falls jemand Ahnung hat davon und dieses Problem auch schon mal hatte. Ein externes Mikrofon über Klinkenstecker, das ist das Rode VideoMic, das funktioniert nicht mehr. Also es nimmt keinen Ton mehr auf, beziehungsweise wird von der Kamera einfach nicht mehr erkannt. Die Kamera benutzt immer das interne Mikrofon. Ja, das heißt für uns jetzt irgendwie so weiter filmen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Und irgendwie in der Zukunft in irgendeiner Form irgendeine Lösung finden. Naja, jetzt ist es so cool, dass meine Eltern sind vorgefahren, haben jetzt einen Tisch reserviert, laden uns heute Abend zum Abendessen ein. Und das gibt uns natürlich einen kleinen Schub nach oben. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal, was so noch kommt.